Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wir sind immer noch mitten im Ernten, haben wir mittlerweile doch ganz gut uns vorangearbeitet, sage ich mal. Sind jetzt schon fast fertig mit dem zweiten kompletten Feld abzuernten. Ballen haben wir auch schon gepresst, 23 Stück. Haben jetzt aber erst einmal eine Mission, die ich mit dem Merlot fahren muss. Und da werfen wir den mal an. Hoffe mal, das ist jetzt auch keine Sonntagsfahrt wird heute an diesem schönen Sonntag. Hoffentlich für euch schöner Sonntag. Und ja, ich nehme gerade ein bisschen den Vorschuss auf, aber egal. Es wird für die heutige Aufnahmesession meine letzte Folge sein. Werde dann noch ein bisschen Mod-Test aufnehmen. Hab ja mir ein paar neue Mods geholt, die ich zum einen erstmal diesen Part erstmal nicht verwenden werde, brauche, tun muss, wie auch immer. Und von daher ist es jetzt noch nicht vonnöten. Und insgesamt soll es aber doch dann ganz gut funktionieren, hoffe ich mal zumindest. Und ja, ich bin eigentlich doch sehr zufrieden, wie es momentan läuft. Habe da eigentlich insgesamt doch recht viel Optimismus, dass ich hier auch eine gute Leistung abliefern werde. Jetzt nicht irgendwie im sportlichen Sinne oder so, sondern einfach, dass es dass ich den Bauernhof doch ganz gut schmeißen werde. Habe ja schon im letzten Part angekündigt, dass ich mir jetzt demnächst ein weiteres Feld holen werde. Werde dafür aber natürlich noch ein paar Missionen fahren wollen, müssen, dürfen. Und ja, dann geht es auf alle Fälle dann hier los mit dem Aufsammeln der Ballen. Dann muss ich mal gucken, ob ich dann vielleicht hier, dass ja doch eine relativ dünne Spur ist, vielleicht doch noch alles in den einen Merlot reinkriege. Ob ich dann noch mal ein zweites Mal fahren muss, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, was ist jetzt hier im LS immer diese Frame Drops verursacht. Das nervt ein wenig ganz schön. Muss ich echt sagen, aber halt, ich muss hier rum. Insgesamt läuft es doch eigentlich wieder ganz flüssig. Weiß nicht, warum mir da vor ein paar Parts da mal der Bremsaufnahme-Programm, Treiber, was auch immer, abgestürzt ist. Das war echt eklig. Keine Ahnung warum, aber egal. Jetzt haben wir hier erst einmal gute Ladung Wasserkästen zu transportieren. Damit soll es doch eigentlich passen. Und müssen wir hin. Es ruckelt und wackelt. Das ist kein gutes Zeichen, aber es hat sich beruhigt. Jetzt geht es zum Restaurant. Könnten wir eigentlich dann gleich nochmal schnell um die Ecke fahren, unsere Eier verkaufen. Wie haben wir aktuell im Rucksack? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. 70 Stück, das bringt auch wieder mal gut Geld. Ich weiß nicht, wie viele Euro es für ein Ei gibt. Ich glaube 1 Euro pro Ei oder so etwas. Also 70 Euro. Nicht gerade viel. Ich glaube, unser Helfer ist fertig, denn er will kein Geld mehr. Auch gut. Da hätten wir dann dieses Kapitel erstmal abgeschlossen. Feld 17 auch abgehakt. Dann müssen wir da nur noch entleeren. Dann können wir den schnell zum Feld, was ist das, das oben drüber, unser Rapsfeld. Da können wir dann auch noch schnell da hinfahren, sage ich mal. Das Ganze dort verkaufen. Dann passt das doch eigentlich. Ich fahre mal hier unten lang. Ich glaube, hier war auch mittlerweile das Gras fertig gewachsen. Das wird dann, wenn wir dann endlich mal die ganzen Ballen eingesammelt haben, die Felder gedüngt haben, unsere nächste große Baustelle sein, hier dann mit dem Ladewagen Gras aufzusammeln. Da natürlich dann die erstmal die Tröge für die Kühe auffüllen, die aber jetzt natürlich nicht so
massig sein werden. Also das Druck auffüllen, das wird jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und von daher, das Problem ist eben, das Gras verrottet nicht. Also das ist eigentlich das ist kein Problem, das ist das Gute an der Sache. Und dann kann man da eigentlich ganz entspannt und sicher sich viel Zeit nehmen. Die zwei Felder sind ja auch hier schön zusammenhängend, wo man dann auch in einem Stück durchfahren kann und ja, einmal hin, einmal zurück, Ladewagen voll, abladen und fertig. Wo wir dann auf alle Fälle auch viel Silage hoffentlich herstellen. Und das soll dann auch passen, dass wir dann auch viel Mist machen. Das sind unsere Gewächshäuser und fertig. Hoffe ich mal. Dann natürlich auch die Produktivität der Kühe steigern und. Halt, ich wollte noch eine Runde zu unserem wunderschönen Eierverkaufsstand fahren. Ist zwar gleich um die Ecke, aber ganz ehrlich, das stört jetzt auch nicht. Außerdem muss ich eh noch den Motor ausschalten. Und so mache ich eine. Halt. Schlage ich eine Klappe auf einmal. Schwupp. Machen wir es an. Haben wir verkauft. Hat doch ein bisschen mehr Geld gebracht, als ich erhofft hatte oder erwartet hatte. Tun jetzt hier noch anschalten. Sollte sogar komplett entladen werden. Schätze ich mal. Es sollte komplett in den Agro-Liner reinpassen, schätze ich mal. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten wäre es echt scheiße. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sonst müssen wir ja eh nochmal in Richtung Bauernhof fahren. Ich will eben erstmal den Akkuliner voll machen, weil wir ja da noch ein Stückchen frei haben, was der Helfer nicht mitgenommen hat. Wenn es jetzt nicht ganz voll geht, ja, ist auch nicht so schlimm. So, können wir schon mal das Licht anmachen, haben wir ja Arbeitslicht. Nein. So, 12% hat er nicht aufgenommen. Das stört jetzt auch nicht weiter. Fahren wir jetzt hier noch die paar Meter fertig und dann passt das hoffentlich. Dann haben wir auf alle Fälle ein paar Meter unser Stroh aufzusammeln. Derweil kann der Kollege hier dann eleganterweise voranfahren und den Mais, den Raps ernten, dass der dann auch in trockenen Tüchern im Prinzip ist. Ja, da soll das doch eigentlich passen. Ich glaube, hier auf dem Feld werden wir aber noch ein bisschen zu tun haben, weil, ja ganz ehrlich, es einfach auch ein bisschen Zeit kostet, das Ganze so hinzubekommen. Da hoffe ich mal, dass wir hier dann auch gut vorankommen. Kann man hier noch ein paar Meter, kann ich auch noch mitmachen, ist ja kein Problem. Bringt natürlich ein bisschen mehr. Hier noch einen kleinen Streifen Stroh dazu noch. Das wird dann wahrscheinlich so der letzte Ballen sein, den wir da mit Ach und Krach zusammenbekommen. Könnte ich mir so vorstellen. Ja. Da passt das dann schon. Wenn es ja nicht ganz so viel wird, aber okay. Schalten wir den ganzen Spaß ab. Noch schnell in unseren Truck hinein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Geht's jetzt erst einmal zum Bauernhof. Dann schnell zum Mähdrescher. Entladen den Mähdrescher. Oder entleeren den Tank vom Mähdrescher. Dann auf zum Feld, schnell den Truck entleeren. Und dann wird wahrscheinlich schon der erste Raps fertig sein im Mähdrescher, schätze ich mal. Könnte ich mir so vorstellen. Aber naja, mal gucken. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle erst einmal eine gute Sache zu entladen. Haben jetzt hier doch eigentlich auch schon ganz
gut Geld verdient insgesamt. Ich sag auch mal gut. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Raps ist wieder hoch im Kurs. Der Weizen wieder relativ gering. Ich glaube, als nächstes werde ich Gerste anbauen. Dann kriege ich auch Stroh. Von was für einer Pflanze das Stroh kommt, ist ja eigentlich egal. Und zum anderen bringt es natürlich jetzt auch mehr Geld. Was auch nicht schlecht ist. Da passt das schon. Warum legt denn da immer noch Stroh ab? Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Bug. Aber naja. Schnell einsteigen. Ja, jetzt hat es aufgehört. Super. Und dann geht es flotten Schrittes in Richtung Raps. Ja, Fracht nehme ich gerne mit. Ist da was verdorrt? Schlecht, 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 schlecht. Das ist verdorrt, das ist verdorrt. Da muss ich jetzt mal echt Gas geben. Aber es war der Streifen, der mit als erstes fertig war. Von daher habe ich da noch ein bisschen Zeit, hoffe ich mal. Das ist aber ärgerlich. Das ist jetzt echt ärgerlich. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm mit dem falschen Mähdrescher im Prinzip. Naja. Haben wir hier einen Streifen, verdorrten Raps. Ärgerlich. Ja, muss ich dann einfach irgendwann mal beim Gruppern dann mit entfernen. So, angeschalten, Helfer eingestellt. Und der arbeitet sich dann hoffentlich hier durch. Mache ich dann noch ein bisschen Licht an. Und dann muss ja sein. Jetzt wird hier der Truck entleert. Oder der Akkuliner vom Truck, besser gesagt. Das dann auch funktioniert. Hier haben wir uns schon wieder fleißig Eier gelegt. Auch okay. So, hier haben wir 80% drin. Also der Akku alleine 8% gefüllt. Da ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Das ist ja dann doch auch schon ein gutes Stück wichtig, dass wir hier möglichst viel ernten. So. Stellen wir uns dann einfach mal hier hin. Ja, der ist bald fertig. Deswegen haben wir hier nicht erst noch angefangen, Ball zu pressen. Da geht es wieder schnell zum Truck. Ich glaube, der wird was noch wenden. Dann sagen, ja, hallo, fertig. Von daher passt das schon. Hier gibt es natürlich keinen Stroh, weil die Helme, die sind so derbe. Da bringt das recht wenig. Wie fährt denn der hier rein? So, jetzt ist er fertig, oder was? Okay. Sieht trotzdem ein bisschen ulkig aus, wie er hier rangefahren ist. Hier so auf dem letzten Pfiff reinlaufen. Weil können wir hier schon wieder Ballen pressen. Und dann geht es los. Komm, 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 komm. Ich will hier richtig viel. Ballen haben. 23 Stücke mittlerweile. Und jetzt kommt Nummer 24 dazu. Und damit geht's weiter. Los, 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 los. Ja, ich würde sagen, alle drei Ballen ungefähr werde ich dann zum Mähdrescher schalten, das sollte dann auch fertig sein. Das soll es dann auch wieder mal ein bisschen flotter vorangehen, hoffe ich mal. Haben wir hier doch schon einige Zeit nicht mehr reingepresst, aber
Ich habe mich irgendwie mittlerweile in das Ballenpressen verliebt, muss ich sagen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich weiß nicht, irgendwie gehört das auch zur Landwirtschaft dazu. Ich freue mich auf alle Fälle noch nicht auf das Arbeiten mit dem Frontlader. Weil davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das denn dann so funktionieren wird. So. Und da lassen wir uns jetzt hier einfach mal den ganzen Mist schön aufsammeln. Mist, das ist ein wichtiger Rohstoff quasi für unseren ganzen Bauernhofbetrieb. Aber naja. Oh, wir haben einen Auftrag. Schalten wir hier mal schnell den Motor auf. Was sind das überhaupt für ein Auftrag? Frontlader auf alle Fälle. Habe ich den nicht angetreten? Habe ich einmal bloß so geistesabwesend draufgeklickt? Ja, komm, mache ich. Dann wurde das gar nicht gemacht. Das ist jetzt natürlich schade. Aber naja. Machst du nix? Machst du nix? Sollte aber insgesamt doch ganz gut werden, hoffe ich mal. Ja. Dazu noch ein relativ langer Auftrag. Das ist jetzt natürlich dumm. Ich wollte gerade sagen, kam lange gar kein Auftrag mehr. Da habe ich den einfach übersehen. Ja, wenn ich da jetzt hier... Was, wie viel gibt es dafür? Ungefähr 8.000 Euro. Wenn ich das jetzt versaubeutelt habe, tut mir leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und kann ich auch nichts für. Dass ich nur ein Mensch bin. Nein, also tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das vielleicht versaubeutelt habe. Ich hoffe, ich schaff's noch. Zeit, eigentlich müsste ich mittlerweile mal meinen Mähdrescher entleeren. Jawohl. Es ist jetzt ehrlich gesagt mir wichtiger als dieser Auftrag, dass ich hier nicht noch mehr Raps verliere, weil er einfach auf dem Feld vergammelt. Das war bei Platinum Extreme bei LS with Mods nicht so der Fall. Muss ich jetzt natürlich auch warten, bis der ganze Spaß wieder entleert ist. Das kostet wieder einen Haufen Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Aber da machst du nichts. 41.000 haben wir jetzt. Das wäre dann ungefähr das finanzielle Volumen, was wir benötigen, um beispielsweise dann ein weiteres Feld uns zu kaufen. Ist ja auch noch eines meiner Hauptziele aktuell, weiteres Feld. Von daher, naja, mal gucken. So, stellen wir es hier hin und geht's mit dem Merlot weiter. Haben auch schon wahnsinnig viele Stunden in dem Merlot gesessen, also effektive Arbeitsstunden. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir viele, viele Transportmissionen haben, wo wir auch von einem Ende der Map zur anderen fahren müssen und. Habe ja auch am Anfang mit dem Schafen wahnsinnig viel Frontlader gefahren, muss ich ja auch sagen. Aber naja, jetzt geht es auf alle Fälle erstmal darum, noch den Auftrag zu erhalten, so zu schaffen. Und der Rest ist erstmal Nebensache, würde ich mal so klipp und klar sagen. Kann ich durchfahren, das ist gut. Und dann soll er das doch... Ich hoffe mal, dass ich es noch schaffen werde. Meine Kühlbox. Ist das auch ein kleiner Spielfehler? Dass ich vielleicht nochmal dieselben Auftrag nacheinander akquiriert habe? Keine Ahnung.
gerade eben so eine Kühlbox hier herfahren dürfen. Ja, das ist nochmal genau derselbe Auftrag. Das war jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein Fehler von mir. Ich weiß nicht. Aber ich würde eher sagen, es war ein Spielfehler, weil es ist ja jetzt nochmal genau derselbe Auftrag. Genau dieselbe Distanz und so. Von daher würde ich das eher als doppelt erstellter Auftrag oder Mission und nicht unbedingt als Fehler von mir abstempeln, auch wenn ich mir da nicht ganz sicher bin. Das sollen sich wieder irgendwelche aufregen. Nein, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber egal. Soweit passt das schon. Ich finde die Pedale hier im Nalo richtig geil. Sieht irgendwie aus wie in so einem Sportwagen, ein Porsche oder Z4, R8, sowas. Hier gibt es ja auch so Aluminium-Pedale mit ein bisschen Gummi oder ähnlichem drauf, dass es nicht so rutschig ist. So. Ich finde es auch gut, dass wir den Auftrag nochmal bekommen haben, weil sonst verfallen die ja nach einer gewissen Zeit. Aber hier anscheinend nicht. Das ist top, finde ich klasse. Und damit soll es doch eigentlich auch passen. Ich denke, wenn wir denn die Mission hier fertig haben, können wir gleich nochmal den Mähdrescher entleeren, der wahrscheinlich wieder voll Raps ist. Ja, auch so nicht unbedingt Manko, aber durchaus auch stressig, aber ja, passt schon, passt schon. So. Ich hätte den Stein dort in meinem Garten schon längst weggehackt. Weiß ich nicht, warum dort noch so ein großer Felsbrocken da im Garten ist. Wahrscheinlich auch so ein Findling oder so. Keine Ahnung. Ricardo hat ja mal bei seiner Geografielehrerin da mal richtig rausgehauen. Die hatten da er ist so ein Geografie-Experte und weiß alles besser und so. Die Lehrerin hat ihn auch ein bisschen auf den Kieger, würde ich sagen, weil er sie eben regelmäßig in die Pfanne haut. Weil sie auch manchmal, weil sie auch wirklich inkompetent ist, aber das darf man eben dem Lehrer nicht so spüren lassen, dass man mehr weiß als der Lehrer, weil dann werden die ja meistens nicht so begeistert, oder sie meistens ja nicht so begeistert. Und hat die denn eben gefragt, wie heißen denn die drei Eiszeiten in Deutschland? Der eiskalt. Hahaha, Wortspiel. Kaltkälter am kältesten. Ja, das hat ja nicht so gefallen. Ich habe es natürlich gefeiert, weil ich die Lehrerin kenne und auch nicht so leiden konnte. Aber halt, jetzt habe ich das wieder eingeschalten. Zurückfahren, zurückfahren, zurückfahren. Und weiter geht es. Es wird jetzt der letzte Ballen sein mit der Tankfüllung. Weil, ja, ich will hier mit dem Traktor nicht liegen bleiben. Da koppel ich dann einfach mal schnell ab. Und tue den ganzen Spaß dann quasi dann wieder auftanken. Weil er kann das dann quasi ausrollen. Es geht flott zum Hof, wo wir ja glücklicherweise einen Tanker haben. Dann soll es doch eigentlich passen. Der Käse fährt ja auch schön flott, muss ich auch sagen. Also gut ab, der fährt ja richtig schnell. Kleiner Raser, aber naja, passt schon. Jetzt geht es hier flott um die Ecke. Auftanken. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber ganz ehrlich, bevor ich liegen bleibe, lasse ich lieber. Ich weiß ja nicht, ob wenn ich dann mit Kraftstoffmangel, wegen Kraftstoffmangel liegen bleibe, ob ich dadurch dann beispielsweise den Schaden des Fahrzeugs erhöhe. Habe ja hier einen Schadenmod drin. Das will ich ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil den Schaden reparieren kostet ein Schweinegeld. So. Damit ist jetzt voll.
hat Schweinegeld gekostet. Eigentlich müsste ja das Tanken subventioniert sein, aber wenn es schon tausende Euro für ein bisschen Paletten rumkutschieren gibt, warum sollte denn der Sprit besonders billig sein? Ja, das ist selbst für Schweizer Verhältnisse, wo ja die Giants Studios sind, ist es wirklich ziemlich viel, was es hier an Kraftstoffpreisen, also recht hohe Kraftstoffpreise wirklich. Aber naja, man will sich ja nicht immer beschweren, meckern. So, schalten wir den ganzen Spaß wieder ein, klappen alles wieder zusammen und fahren weiter. Mache ich noch einen Ballen und dann müsste eigentlich schon wieder der nächste, ja, der nächste wunderschöne, wunderschöne Ladung Raps fertig sein. Im Mähdrescher. Ja, bergauf, bergab, immer schön in geraden Bahnen. Wenn es jetzt vielleicht für manche ein bisschen eintönig ist, das muss auch gemacht werden. Und das ist ein wichtiger Bestandteil in Richtung oder ein richtiger Punkt, ein richtiger Schritt in Richtung. Na, sag schon. Mehr Geld, mehr. bessere Finanzen und. Von daher soll es doch eigentlich auch laufen, hoffe ich mal. Müssen wir hier natürlich wieder warten, bis der Mähdrescher vorbeigefahren ist oder leer ist, dass der dann wieder vorbeifahren kann, weil wir fahren, stehen ja wieder mitten im Feld und der fährt so anderthalb bis zwei Bahnen hin und her. Und da stehen wir jetzt natürlich mitten im Feld, ein bisschen ungünstig, weil das behindert ja dann einfach. Theoretisch könnte ich den dann gleich entleeren. Aber nein, nein, nein. Der passt auf alle Fälle nochmal eine Ladung rein. Und da sollte ich auch die eine Ladung noch reinmachen. So. Das soll jetzt erstmal jetzt hier laufen. Jetzt haben wir noch eine Frontladermission. Die würde ich auf alle Fälle noch in Angriff nehmen. Zumal sie überhaupt nicht weit weg liegt von unserem aktuellen Nalu-Standort. Können wir aber hier gleich mal das Ganze zusammenklappen. Den Motor ausmachen. Weil wenn ich jetzt hier erstmal ewig mit dem Nalu umherfahre, dann macht das wenig Spaß. Ich weiß gerade nicht, warum es jetzt schon wieder leckt. Ich hasse es. Ich hasse es. Ricardo meint, das liegt an der Fraps-Version, wenn man da mal kurz aufhört aufzunehmen und ein paar Minuten wartet, da geht das schon. Ich würde sagen, ich tue jetzt einfach mal hinfahren und da Weile nicht aufnehmen. So hat sich jetzt beruhigt, ja, wohl es sieht so aus. Nein. Es hat sich nicht beruhigt. Das stört mich gerade ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, lasse ich jetzt einfach nur noch den, weil es eh gegen Ende des Parts ist. Und scheiße. Lasse ich jetzt einfach hier unter den Necks noch schnell den Akkuliner voll laufen. Und dann würde ich sagen, höre ich auf. Ich hoffe, dass das noch so weit funktioniert. Das ärgert mich aber jetzt wieder. Warum? Ah, scheiß Fraps. Botsprogramm. So. Naja, ich werde jetzt wahrscheinlich den Port beenden. Ist ungefähr 30 Minuten lang. Jetzt, von daher passt es. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.